Yo, 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 Leute, was geht? Yo, Leute. Wer träumt nicht vom Reichsein? In einer schönen Villa leben, einen teuren Sportwagen fahren, jeden Tag. Junge, wie, kann mir mal bitte jemand sagen, wie smooth bitte diese Einstellung, diese Kameraeinstellung ist? Das sieht so geil auch im Hintergrund aus. Holy shit. Andere Liga, wirklich andere Liga, diese Qualität. In Chicken Nuggets baden und schlussendlich nach Madeira auswandern. Normalerweise muss man entweder unendlich viel Glück haben, um in eine reiche Familie geboren zu werden, im Lotto gewinnen oder man findet ein Geschäftsmodell, was wirklich richtig durch die Decke geht. Wenn man leider im Leben viel Pech hat und keins dieser Punkte zutrifft, kann man sein Glück jedoch auch anderweitig versuchen, und zwar indem man große Firmen für irgendeinen Schwachsinn verklagt und von jetzt auf gleich... Das Ding ist halt, das haben wir ja schon mal, das hat Baku mir schon mal gesagt, das Thema. Und da dachte ich ja auch so, wirklich, die Abis, die sind ja sowieso komplett verrückt. Da kannst du alles, da kannst du jeden verklagen, wegen irgendeinem komischen Versprechen oder so. Unendlich viel Geld zu bekommen. Ich glaube, ich liege richtig damit, wenn ich sage, dass jeder von euch schon einmal von so irgendeinem Fall gehört hat. Am bekanntesten ist wohl die Geschichte eines Falles, bei dem sich eine Frau am Kaffee von McDonald's verbrüht hat, worauf McDonald's in erster Instanz zu einem Strafschadensersatz in Höhe von 2,7 Millionen Dollar verdonnert wurde, weil es auf dem Becher keine explizite Warnung diesbezüglich gab. Alleine das ist schon total bescheuert. Allerdings ging nun ein Fall durchs Netz, was an Dummheit wirklich kaum zu übertreffen ist. Twitch wurde von einem Mann aus den USA auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. War ja auf 25 Millionen Dollar. Auf 25 Millionen Dollar, Leute. Jetzt wird's ganz wild. Jetzt fragt sich natürlich jeder so, hä? Was kann Twitch anstellen, damit 25 Millionen Dollar gerechtfertigt sein können? Nun ja, der nette Herr ist angeblich süchtig nach Masturbation. Grüße gehen raus an die Werbefreundlichkeit. Und was hat das jetzt damit auf sich? Naja, der Typ hat in seiner Anklageschrift Folgendes zusammengefasst. Er sei sexsüchtig, leide unter Zwangs- und Panikstörungen sowie einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und sei gesundheitlich so eingeschränkt, dass er das Haus nicht verlassen könne. Deshalb müsse er zwangsläufig auf Unterhaltung aus dem Internet zurückgreifen, um sich zu vergnügen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr geht doch nicht auf Twitch, um euch in der Hinsicht zu vergnügen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Man geht doch nicht auf Twitch. Geht auf irgendwelche Seiten, was weiß ich. Da gibt's doch Free Content, aber warum geht ihr denn da auf Twitch, Leute? Was wollt ihr mich verarschen und dann noch eine Anklage mit 25 Millionen Dollar im Raum? Das ist Wahnsinn. Dabei habe er sich sein bestes Stück so wundgerieben, dass er diverse... Da gibt's Papa-Seiten, Ivo. Infektionen und Rötungen davongetragen habe. Was zur Hölle hat der Typ benutzt? Eine Käsereibe mit Sand als Gleitgel? Sein Problem, dass... Wie einfach jeder die gleiche Pornoseite gerade eingeschrieben hat. Ihr merkt es doch so langsam selber, oder? Was er leider auf Twitch hat, seien die Vorschaubilder weiblicher Streamerinnen, wodurch er keine andere Wahl hat, als diese nicht nur anzuschauen, sondern auch seiner Sucht nachzukommen. Schlussendlich wirft der Twitch vor, dass es keinen Filter gibt, wodurch man nach Geschlechtern sortieren kann, damit dieser arme User nicht mehr die bösen Mädels vorgeschlagen bekommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat insgesamt satte 786 weibliche Streamerinnen, denen er folgt, und 0 Streamer. Bruder, also da muss ich wirklich ganz dringend los. Also wie kann man denn so hobbylos sein und sich die Mühe machen zwischen all den Männern? Junge, ey, ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, wie viele Leuten ich folge, vielleicht 20, ich folge vielleicht 20 Kanälen, vielleicht 30. Und ich finde es schon nervig, wenn dort übel viele Leute gleichzeitig online sind und er folgt einfach über 700 Leuten. Das macht doch gar keinen Spaß, da bist du doch die ganze Zeit nur, du kennst die Leute doch irgendwann gar nicht mehr. Das check ich gar nicht. Wenn ich in Streamern alle Frauen rauszusuchen. Der Typ hat womöglich jahrelange Arbeit in sein Werk investiert, wenn man bedenkt, dass er bei jedem Mädel erstmal eine Pause einlegen musste. Wenn ich persönlich durch die Twitch-Startseite scrolle, dann finde ich bei weitem nicht mal so viele Frauen. Also was für ein Geek muss man sein, dann gleich an die 800 zu sammeln, wie eine fucking Briefmarkensammlung. Laut der Klage kommt er nicht mehr auf die Thumbnails klar, ohne sich direkt einzutrommeln. Was macht er dann, wenn er draußen auf der Straße unterwegs ist und ihm eine Frau entgegenkommt? Springt er dann direkt in den nächsten Busch oder was? Aber gehen wir mal davon aus, dass diese Zahl mit den 786 Streamerinnen stimmt. Da muss man nahtlos anerkennen, dass er damit vermutlich einen Weltrekord aufgestellt hat. Ich behaupte mal, dass rund 80% aller Streamer auf dieser Plattform männlich sind und er tut jetzt so, als wenn alle weiblichen Streamerinnen freizügig vor der Cam sitzen, sich in Farbe wälzen und die Beine spreizen. Ich glaube, Belle Delphine ist noch nicht auf Twitch unterwegs, oder täusche ich mich? Er sexualisiert... Ich weiß gar nicht, wie schaut's denn da aus bei Belle Delphine? Ich weiß auf jeden Fall, dass... War die nicht mal auf Twitch am Start? Bin mir gerade nicht so sicher.
Aber sie hatte diesen OnlyFans-Account, womit die Haufen Asche macht. Das ist natürlich Wahnsinn. Noah, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Ist schon gestört. Die ist back, ich weiß schon. Lasst euch überraschen, was morgen für ein Video kommt, by the way. Jede Streamerin, was total respektlos gegenüber jede Frau auf dieser Plattform ist. Ich meine, es gibt garantiert Frauen, die... Also ich hoffe, am Morgen kommt das Video auch, ne? Ich weiß nicht, also das Internet bei meiner Freundin ist mega belastend. Ich hoffe, dass ich das morgen hinbekomme mit dem Upload, ansonsten, ja, ist schwierig. Also hier bei mir zu Hause geht es sehr schnell, Videos zu uploaden, weil ich, glaube 10er Upload habe, aber bei ihr, sie hat eine 16.000er Leitung, da kommen 8.000 an. Da will ich gar nicht wissen, wie die Upload-Rate ist. Bestimmt bei 0,8 oder sowas. Also das wird bestimmt so 10 Jahre dauern, ehe ich mal das Video hochladen kann. Die mit ihren von Gott oder vom Chirurgen gegebenen Reizen spielen und daraus einen Vorteil zu erhalten. Aber ich glaube, die wenigsten wollen sich komplett aufs Äußere reduzieren lassen. So heißt das unter anderem in dem veröffentlichten Dokument, der Kläger bleibt teilweise stundenlang wach, um den weiblichen Streamerinnen auf die Brüste zu starren, wodurch seine... Junge, das kannst du doch nicht als... Aber das wird doch jetzt ein Anwalt geschrieben haben, ne? Das ist doch, das, wie kannst du jemand dafür verklagen? Also zum einen ist das nicht peinlich und zum anderen, welcher Anwalt nimmt sich die Zeit, sowas zu machen? Ich meine, damals, ich kann mich noch relativ gut erinnern, hat jemand Red Bull angeklagt, weil ja in der Werbung gesagt wurde, Red Bull verleiht Flügel. Und der hat irgendwie gedacht, er kann fliegen oder so durch Red Bull. Und hat sich irgendwie wehgetan und hat dann Red Bull verklagt, weil er nicht fliegen konnte. Auch für mehrere Millionen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob der sogar gewonnen hat. Ich weiß gerade nicht, ob der gewonnen hat. Falls es jemand weiß, schreibt es gerne mal rein. Ich dachte, irgendwas war dort noch. Scheidex, ich grüße dich. Seine Netzhaut Schäden davon getragen ja, Lotta, wollen wir. Und seine Augen total rot anlaufen, was wiederum dazu führt, dass er diesbezüglich angesprochen wird und er sich aus Scham... Ey, nur mal so, ich folge übrigens keiner einzigen Twitch-Streamerin. Also ich bin wahrscheinlich zu vornehm für dieses ganze Business. Aber ganz ehrlich, ich finde auch... Ich weiß, ich fühle auch die Twitch-Streamerin bisher nicht. Gar nicht. Bisher niemanden. Baku folgt Anja de Duck. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich gucke nur eine Handvoll Streamer. Ich guck mal, ja, jetzt gut jetzt noch mit Just Nero, QNTV. Ich gucke Dude mit Maske. Reportagen gucke ich halt sehr gerne. Ich glaube, Reportagen gucke ich momentan tatsächlich am häufigsten... Weil der Typ einfach mega, also ich finde die Streams mega lustig. Muss, wodurch er sozial isoliert wird. Das Allergeilste ist aber das hier. Wang, der Kläger hat in einem Fall gegen seinen Monitor ejakuliert, was zu einem Kurzschluss geführt hat. Dadurch ist unter anderem ein kleines Feuer entstanden. Junge, was für Drogen muss man nehmen, um auf solche Geschichten zu kommen? Um seiner Klage noch die richtige Würze zu verleihen, hat er noch eine Vielzahl an Screenshots dieser Frauen eingebaut, damit wirklich jeder sein Problem nachvollziehen kann. So finden sich unter all den Frauen natürlich... Junge, das ist krank. Das ist krank. Das hat nichts damit... Warum soll Twitch jetzt dann schuld sein, wenn er sich selber krank macht mit sowas? Holy shit, also das ist wirklich... Also, das zeigt einfach irgendwie diesen Abgrund. Diesen ganz, ganz harten Abgrund der Menschheit. Natürlich auch Streamerinnen wie Alinity und Pokimane wieder. Er fordert neben dem hohen Geldbetrag zusätzlich, dass alle weiblichen Streamer permanent gebannt werden müssen. Ich gehe allerdings davon aus, dass es sich bei diesem Kerl um eine jämmerliche... Warte mal ganz kurz, stellt euch mal vor, jede Streamerin wird gebannt, weil er sich die ganze Zeit auf den einhobelt und nicht mehr davon wegkommt. Was machen denn dann Pornoseiten eigentlich? Ja, ist ja komplett weg alles. Ist das stark einfach. Überall, da musst du es aber auch überall bannen. Weil jede Livestream-Plattform musst du ja dann bannen. Kannst du ja dann irgendwo machen. Weil was ist denn, wenn der dann auf die nächste, auf YouTube, auf dieses Trovo, was jetzt neu am Start ist. Na gut, Mixer ist jetzt nicht mehr wirklich so. Oder bei Facebook Gaming. Da müsste ja jede weibliche Person gebannt werden, weil er sich die ganze Zeit einen drauf hobelt. Ne? Also, es ist ganz weirder Flex hier. Ganz weird. Simon, ich grüße dich. Vielen Dank für den Follow. Und Neros the Devil. Vielen Dank für den Follow. Und LED Stripes Chunky ist am Start. Ich grüße dich.
Internetgestalt handelt, der um jeden Preis um Aufmerksamkeit bettelt. Naja, aber wer ist dieser weirde Twitter Typ, auch, der allen Frauen mit Brüsten die Daseinsberechtigung auf Twitch absprechen will? Sein echter Name lautet Eric Estavillo und ist leider kein Unbekannter. Wenn man etwas recherchiert, findet man nämlich heraus, dass er sich in der Welt der extrem bescheuerten Klagen pudelwohl fühlt. So hat er nämlich 2009 den Spielehersteller Blizzard eine Klage an den Kopf geworfen, weil er sich angeblich wegen der langen Laufwege in World of Warcraft von seinen Mitmenschen entfremdet habe und hat dafür 1 Million Euro Schadensersatz gefordert. Junge. Ey, stell dir mal vor, der hätte das noch bekommen. 1 Million. Stell dir das mal vor, er hätte das bekommen. Aber das war's noch nicht ganz. Ebenfalls 2009 verklagte er Sony unter anderem dafür, weil er aus dem PlayStation Network gebannt wurde, aufgrund von Beleidigungen gegenüber anderen Spielern. Laut seinen Aussagen habe er durch den Bann extrem viel Schmerz und seelisches Leiden erlitten, weil PSN seine einzige Chance ist, mit Mitmenschen in Kontakt zu treten, da er an Agoraphobie, also der Angst vor Menschenmassen, leidet und forderte deswegen stolze $55.000 Schadensersatz. Nintendo und Mich würde es mal interessieren, ob der auch irgendwas bekommen hat bei den ganzen Sachen. Das würde mich mal interessieren, ob der irgendwie irgendwas gewonnen hat, irgendeine Klage noch gewonnen hat. Microsoft standen leider ebenfalls auf seiner Liste, wodurch man eigentlich gut erkennen kann, dass er scheinbar auch süchtig nach Anklagen dieser Art ist. Nee, im Grunde nicht. Muss ich leider zugeben, dass ich etwas... Nee, hat er nicht, aber er hat ein Buch darüber geschrieben. Also ich habe keine Ahnung, was mit den Menschen heutzutage los ist. Das hätte es doch früher nicht gegeben, oder? Wobei, es gab eigentlich überall schon Idioten. Aber das ist ja krank. Ey, wie kann man denn bitte alles und jeden verklagen, um irgendwie Geld rauszuziehen? Das war eigentlich so banale Sachen, Leute. Was Mitleid mit Eric Estavillo habe. Sich so viel Mühe zu gehen, nur damit man im Internet zum offiziellen Troll der Nation auserkoren wird, zeigt eigentlich, dass man richtig verzweifelt sein muss und förmlich nach Hilfe bettelt. Also, was denkt ihr über diesen Fall? Seid ihr auch der Meinung, dass man bei Twitch in einen Strudel der freizügigen Frauen geraten kann und ohne Hilfe gar nicht mehr herauskommt? Schreibt mir jetzt am besten in die Kommentare. Wir sehen uns. Boah, Alter, wie stark einfach. Haut rein, ciao. Warte mal, wie stark war bitte? Gar nicht mehr herauskommt. Alter, das ist ja anderes After Effects, Leute. Schreibt mir jetzt am besten in die Kommentare. Alter, er sagt es halt auch wirklich, ne? Er sagt das halt auch wirklich von dort aus. Junge, Baku, was hier los? Special Effects. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Und jetzt sieht man ja auch mal seine Haare. Ganz wilder Typ, ich muss sagen. Baku, also. Wunderschöner Mensch. Wirklich wunderschöner Mensch. Wenn man den nicht abonniert, dann weiß ich auch nicht. Dann habt ihr echt alles verkehrt gemacht. Lasst ein Abo da. Der braucht die 10.000 Abonnenten schneller, als man überhaupt nur gucken kann. Ganz, ganz nice Videos.